Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute mal mit einem ganz neuen Look. Ich meine, guck mal, wie geil es hier aussieht gerade. Wir haben ein bewölktes Setting, wir haben es leicht dunkel gestellt und wir haben eine sehr schöne Vignette drum. Wir haben ein sehr farbloses Bild. Wir können hier vielleicht die Exposure noch ein bisschen höher stellen. Sieht es nochmal einen Tacken geil aus. Aber guckt mal, wie schön es hier aussieht. Wir sind immer noch mit dem Bernd Graphics Mod unterwegs, wie auch schon in der gestrigen Folge. Heute aber, wie gesagt, mit der leichten Bewölkung und mit folgendem Post-Processing-Filter hier. A1 Foto. Auf das zum Beispiel Clear sieht ein bisschen komisch aus, Fog sieht auch ein bisschen komisch aus, Night, Overcast geht, aber Foto ist damit absolut wunderbar und sieht wirklich prächtig aus und habe mich echt umgehauen, wo ich das gesehen habe das erste Mal. Wenn wir uns hier mal so die Streckenperspektiven angucken, hier, da habe ich schon mal was vorbereitet, aber dazu später mehr. Ja, und ich würde sagen, wir fahren einfach mal los, Trackday Setting im 458 Italia. Und müssen ein bisschen das Force Feedback runterschrauben. Ah, Idiot. Ich habe gerade mit der Helligkeit schon rumgespielt, bevor die Aufnahme losgegangen ist. Da habe ich mich gewundert, hä? Da ändert sich doch jetzt gar nichts. Dabei steht der Wert auf 200. Ja, haben wir das Force Feedback hochgeschraubt. Das war auch sehr professionell wieder. So, wir machen die Apps mal eben wieder an. Dafür machen wir dich mal eben aus. Und dann machen wir doch nochmal das Force Feedback eben ein bisschen runter. 65 war gut. So stand es auch am Anfang bei mir. Und dann geht's hier los mit der Rumdrifterei. Die macht natürlich wie immer Spaß. Und den 458 Italia haben wir schon lange nicht mehr unter den Backen gehabt. Das geht natürlich sagenhaft. Und ich meine, guckt mal, wie geil es hier aussieht. Was ich nicht so ganz gerne mag, ist, wenn wir jetzt hier mal so eine Perspektive wählen, vielleicht der Horizont. Der ist kaum zu erkennen, ist einfach nur ein helles Weiß. Da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen zu hoch mit der Beleuchtung. Ansonsten wird mir aber alles andere ein bisschen dunkel. Ja, und gerade diese Ansicht, gerade auch die Bäume links und rechts und die Farbgebung des Grünzeugs und so weiter, das sagt mir schon wirklich sehr, sehr zu. Ich finde es vom Blumeneffekt her noch ein bisschen krass. Auch wenn man sich die Armaturen anguckt und so. Kann man hier natürlich jetzt ausmachen, dann sieht es ein bisschen schöner aus noch. Aber so im Wetter hast du vielleicht auch schon Lampen an. Das kann man sich aber eventuell noch in der einen oder anderen INI-Datei zurecht schustern. Da habe ich auch so ein bisschen diesen blauen Strahleffekt bei den Scheinwerfern rausgenommen. Der war noch viel schlimmer als das, was man jetzt so sieht und hat mir eigentlich gar nicht zugesagt. Konnte man den so ein bisschen rausnehmen. Ist aber auch Trial and Error, was man da macht. So, wir warten mal eben hier ein bisschen auf Konkurrenz und genießen vielleicht diese schöne Ansicht. Da habe ich mir eine INI-Datei zurechtgebastelt. Da ist immer nur egal, wo sich das Fahrzeug befindet, ist immer nur bei dieser Kamera. Ist das nicht toll? Wird später noch praktisch sein, ich sage aber noch nicht wofür. So, da haben wir einen anderen 458, das passt natürlich super. Nicht. Dafür kommt dahinter aber McLaren, glaube ich. Dann würde ich mir auch gerne als Kontrahenten mal schnappen hier. Aber erstmal Adenauer Forst durchdriften. Nicht ganz, scheiße. Ah, das ist aber schön. So, da kommt er. Kann mich der eine Ferrari überholen. Dann gehen wir direkt mit Gas, da der McLaren sonst zu weit wegzieht. Ja, beruhig dich. Sag mal. Hast du irgendwie eine Sehschwäche oder so? Ein bisschen blind auf dem rechten Auge? Das gibt's ja gar nicht. Ich werde mir einfach hinten rein. Bei den Rückleuchten gefällt mir das ganz gut, dass die so überstrahlend stark beleuchtet sind. Auch wenn die jetzt ein bisschen flackern, weil die KI auch nicht so ganz konstant bremst. Och, guck mal, wie herrlich! Fällt gerade ein, wir sind ein bisschen im Nachteil, weil wir Straßenreifen drauf haben und die KI natürlich standardmäßig mit Semislicks fährt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Aha, wir haben auch Semislicks. Ich wollte schon sagen, das hat sich gerade alles sehr, sehr griffig angefühlt. Aber ich habe vor der Aufnahme noch eben das Spiel neu gestartet und danach nicht die Streets-Reifen ausgewählt. Ach, ich bin so professionell. Egal, alles für den Spaß. Ist auf jeden Fall das Schöne, dass dieser Grafikmod so abwechslungsreich ist. Das habt ihr ja gestern im Ford Escort Special-Event-Video gesehen. Was man da noch so rausholen kann. Also der hat wirklich eine sehr große Variation drauf. Und da gibt es bestimmt auch andere Grafikmods, die das ebenso variabel drauf haben, da wirklich sehr schöne Lichtstimmungen hinzuzaubern. Und gerade auch, wenn man da mal wirklich Bock hat, irgendwie eine Session ein, zwei Stunden lang nur schöne Screenshots zu sammeln, dann sind diese Dinger natürlich sehr, sehr geil.
Ja, und bieten einen komplett anderen Eindruck. Ich meine, guckt mal hier die Bäume allein im Hintergrund. Diese leichte Wolke, die da so ein bisschen drauf liegt, hat man so das Gefühl, das sieht schon wirklich sehr, sehr nice aus. Und einfach total immersiv und gut getroffen. Auch vielleicht mit einem Tick zu blau, ein kleiner Blaustich ist da drin. Könnte man noch gucken, ob man den rauskriegt. Aber das mag auch natürlich eine Einstellungssache sein. Jeder Monitor ist auch nicht immer gleich eingestellt und bietet auch nicht immer das gleiche Ergebnis. Was bei euch vielleicht gut aussieht, sieht bei mir scheiße aus oder umgekehrt. Easy! Driften mit Semislicks im vierten Gang, gar kein Problem. Oder kommen wir vielleicht auch oben im Karussell her, wa? Dritter Gang. McLaren will es auch versuchen. Läuft. Aber guck mal, wie geil ist das denn? Ich habe direkt gemerkt, keine Semislicks. Was heißt direkt? Aber hatte so direkt den Verdacht, den ich nicht direkt ausgesprochen habe, aber weil er einfach direkt so ein griffigeres Gefühl hast. Also es fühlt sich schwergängiger an in der Lenkung. Man merkt besser, dass der Grip abreißt. Und also obwohl das Fossilfeld gerade noch auf 200 stand und ich direkt verfälschten Eindruck bekommen habe, aber das merkst du doch. Und wenn wir jetzt switchen würden auf Straßenreifen, würdest du es auch direkt merken. Straßenreifen. Sehr, sehr herrlich. Und der McLaren lässt sich hier gerade ein bisschen aufhalten von unserer italienischen Schwester. Zwillingsschwester. YouTube-Kurve. Bis an den Curb im vierten Gang. Das ist echt herrlich. Ja, übrigens, Ferrari LaFerrari FXXK, wie auch immer er heißt, ist so gut wie bestätigt. Der Lizenzmanager von Kuno Simulazioni, Marco Massaruto, ist gerade auf Promotour für die Konsolenversion. Scheiße. Und er hat dabei immer der fährt mit so ein paar Rigs durch die Gegend, ein paar Lenkrädern und ein paar Konsolen, wo das Spiel drauf ist. Und auch ein Plakat, wo eben besagter Ferrari drauf ist. Das heißt, er ist so gut wie bestätigt, weil sie schon damit werben. Also, wenn da jetzt noch nicht vertraglich gesehen alles unter Dach und Fach ist, dann aber. Gibt aber Zeit, würde ich sagen. Na, ist auf jeden Fall ziemlich geil. Spielgefährten für den P1 GTR ist damit bestätigt. Ja, ein bisschen blöd, wenn die beiden Fahrzeuge irgendwie alleine, also nur eins von beiden Fahrzeugen im Spiel wären. Dann fehlt ja doch so ein bisschen der Spielgefährte. Obwohl man schon gehört hat, dass der P1 auch wie bei der Straßenversion ähnlich, soll der P1 der McLaren halt etwas schneller sein als der Ferrari. Ja, das war klar. Kommen wir zu weit raus, so ein Scheiß. Ich dachte, setzen wir den Drift nochmal an und kriegen ihn vielleicht noch rum. Aber so war es leider nicht. Das sieht schon arschgeil aus. Oh, hier die Beifahrerkamera. Kann man sich hier umsehen? Nee, kann man gar nicht. Schade. Oh, keine gute. Keine gute. Alles keine gute Ansichten. ...92. Oh. Lange schon nicht mehr mit Semislicks hier reingefahren und ich glaube, das sieht man auch. Konnte ich gar nicht einschätzen, wie ich da zu bremsen habe und was da noch geht, habe ich mich komplett verschätzt und das Auto überschätzt und überbewertet. Aber gut, alles kein Problem. Schaden ist immer noch aus, obwohl ich den ja eigentlich mal reinmachen wollte, ne? Ja, ja, wollte. So, die beiden Kontrahenten nach vorne sind auch schon weg. Können wir nochmal gucken, was hinten so auf uns lauert. Da kommt doch was, irgendwas. Na. Ah, ein Ruf. Ja, da werden wir, glaube ich, nicht dranbleiben können. Aber wir können es ja versuchen. Wir können versuchen, dass er uns nicht überholt. Allerdings möchte ich jetzt hier auch ein bisschen noch...
Wollen wir die Reifen noch ein bisschen abfahren, würde ich sagen. Wir können ja einfach driften und trotzdem versuchen, dass er uns nicht überholt. Das wird nicht klappen. Guck mal, was wir hier für eine Scheiße bauen. Schick. Oh, gibt der Gas. Boah, hebt der da ab. Und fliegt der da ab auch? Nein, kann er sogar noch fangen. Untergang 260. Kleiner Sprung, wupp. Ich freue mich. Wieso bremst der denn da? Habt ihr das gesehen? Und da auch? Was ist da los? Hat er Angst? Wofür der hier bremst. Guckt euch das mal an. Der ist auf 170 runter. Ich meine, dass ich mir jetzt reingefahren bin, war blöd, aber dafür haben wir da jetzt genau gesehen, wie schnell er war. Für einen kurzen Moment. Ja, was soll denn das? Ich meine, gut, ist zwar Track Day, Bro. Aber man muss ja nicht so rumschleichen, oder? Seltsam. Und jetzt natürlich wieder von dann ziehen, dass ich da schon wieder der letzte Idiot, der noch schön sagt, oh, guck mal, wie langsam der fährt, und dann kriege ich den trotzdem nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, gerade eben noch Metzgesfeld. Schade. Könnte man auch so schön driften, aber nur, wenn man den Eingang nicht verkackt. Auch aber die Nordschleife ist. Es ist einfach herrlich. Ich komme mir schon echt vor wie so ein kaputter Plattenspieler, der jede Folge das Gleiche sagt. Gerade wenn wir auf der Nordschleife unterwegs sind, einfach, dass das die beste Rennstrecke der Welt ist. Und dass es so einen Spaß macht, hierher zu fahren und dass jede Kurve immer so geil ist. Aber es ist ja nun auch so. Was soll ich da jetzt lügen? Nur wegen der Abwechslung. Was soll man eher? Man muss doch ehrlich bleiben. Auch wieder ganz spaßig mit Semislicks zu driften. Die Strecke ist jetzt auch wirklich nicht geil. Von der Beschaffenheit her steht auf Slow, glaube ich. Von einem Steuern ins andere. Erst unter. Massivstes Untersteuern. Und dann ab ins Übersteuern. Läuft. So, und hier ist ja schon wieder verdächtig langsam der Ruf. Da dürften wir nicht, da sollten wir nicht so drankommen dürfen. Ich meine, der Ruf ist nun mal ein Untersteuerschwein, das wissen wir. Oh, ist das schön. Ist das schön. Komm, machen wir hier nochmal oben. Weil wir da gerade ein bisschen verkackt hatten. So, da, das geht doch toll. Das geht doch herrlich. Das ist doch wunderbar und 1A. Hast du schon mal so einen schönen Hodensack gesehen? Ach, super, super, super. Okay, das war etwas zu heiß. Auch hier verhalten sich da auch die Semislicks so ein bisschen anders in manchen Situationen, als ich es jetzt erwarten würde.
letzte Mal so richtig driften mit Semislicks müsste sogar im Beruf gewesen sein, was? Wo wir es wirklich darauf angelegt haben, dann auch in solchen Fahrzeugen zu driften. Oder mit solchen Reifen vielmehr. Das macht nämlich schon einen Heidenunterschied. Straßenreifen zu Semislick. Oder Semislicks, wie ich es mal beschrieben habe. Entschuldige. Kann schon mal passieren, wenn man so nachts um 12 Uhr noch eben das Videorender fertig machen will. Das ganz leichte Körper rühren, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich da immer ganz knapp dran vorbei. Das wäre mir tausendmal lieber. Ja, auch hier fünfter Gang, gar kein Problem bei 150. Was ist los? Ach, es macht so einen Spaß. Einfach das Fahren an sich. Ist einfach herrlich, wie oft soll ich das noch sagen? Da können sich alle Konsolenspieler freuen, wenn sie nicht zu viel erwarten. Ja, wenn sie jetzt nicht die Rundum-Simulation aller Forza, aller Gran Turismo erwarten, das ist, glaube ich, nicht so klug. Aber wenn jemand ein Lenkrad hat für die Konsole und hat Bock, gescheites Fahren, sich vom Gefühl her rüberbringen lassen zu wollen, dann ist das hier auf jeden Fall den Kauf wert. 300 fast! Auch hier wieder ein bisschen schnell. Ne, diesmal geht's. Diesmal geht's. Man etwas besser unter Kontrolle. ABS sei Dank. Wir können hier sogar schön die letzten beiden Kurven noch im Drift nehmen. Die letzten drei sogar, wie es aussieht. Oh nein, nicht ohne unser schönen Ferrari zu zerstören. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. 8 Minuten 15 quer über die Nordschleife. Das geht doch eigentlich auch, ne? Kann man eigentlich machen. Okay, mit Semislicks. Ja. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und wir sehen uns in der Leitplanke. Macht's gut. Tschüss.